liebe Freundinnen und Freunde, ich hätte euch lieber eine andere Nachricht überbracht und vertreten. Wie ihr wisst, ist es leider so, dass der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim am vergangenen Donnerstag über die Besitzzuweisung zugunsten der Bahn entschieden hat und der Bahn Recht gegeben hat in einem Eilverfahren. Wir sind erschüttert darüber, dass hier irreversibel Wohnungseigentum zerstört wurde unter Missachtung der Grundrechte und des Grundgesetzes. Effizienter Rechtsschutz sähe anders aus. Der hätte standgehalten und hätte dafür sorgen müssen, dass im Eilverfahren erst einmal gestoppt wird und im Hauptverfahren geklärt wird. Der Verwaltungsgerichtshof hat sogar behauptet, der Betroffene würde ja gar keine Nachteile erleiden, denn man könne darüber ja immer noch entscheiden. Das ist ungeheuerlich. Es ist schmerzhaft. Der Betroffene hat nun am Samstag die Wohnung geräumt und er ist Gott sei Dank wenigstens nicht obdachlos. Er hat also eine Wohnung gefunden, aber man hat hier vollendete Tatsachen geschaffen und das ist eben alles andere als die rechtsstaatlich begründete Methode. Trotzdem möchte ich sagen, über die Kernfragen, um die es geht, nämlich die Verfassungswidrigkeit der Mischfinanzierung und über die Frage, ob das Gemeinwohl verletzt ist oder nicht, haben die Gerichte überhaupt nicht entschieden. Sie haben nur einfach gesagt, wir haben schon vor 8 Jahren entschieden und damit ist basta. Ich möchte nur hinzufügen, die Fragen der Leistungsfähigkeit, des Kapazitätsabbaus werden auch weiterhin eine wesentliche Rolle spielen, nämlich beim Grundwassermanagement, dort wo es um die Planänderungen geht. Und die Frage der verfassungswidrigen Mischfinanzierung wird weiterhin eine Rolle spielen, nämlich weil vor einer Woche gegen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Stuttgart die zugelassene Berufung auch eingelegt wurde und damit eine weitere Entscheidung ermöglicht wurde. Wir sind also weiter am Ball. Wenn die Justiz, wie ich meine, versagt, ist es umso wichtiger, dass wir aufrechten Ganges jede weitere Möglichkeit wahrnehmen. Und das versichere ich euch, das werden wir tun. Oben bleiben!